Ich zitiere weiter von jw.org, von den Zeugen Jehovas. Jehova ließ nicht zu, dass sein treuer Sohn Jesus nach seinem Tod im Grab blieb. Also, siehst du, sie erkennen das an, aber trotzdem sagen sie dann, dass eben ein Geistwesen auferweckt wurde, das einen Körper angenommen hat. Einen Körper, der einfach durch Zufall die Nägelmale in den Händen hatte. Verrückt, oder? Was für ein Dreck, was für eine dumme Lästerung. Hey, sowas sollte uns aufregen, sowas zu lesen. Was für eine Lästerung, wie sie einfach die Bibel lesen, genau was die wissen, was die Bibel sagt, es nicht glauben und es ablehnen, immer wieder ablehnen, immer wieder ablehnen, mit bescheuerten Pseudo-Argumenten. Und Jesus Christus in den Dreck ziehen, seine Gottheit ablehnen, seine Auferstehung ablehnen, das ist widerwärtig. Er erweckte Jesus wieder zum Leben, aber nicht zu einem Leben als Mensch. Er erweckte Jesus wieder zum Leben, aber nicht zu einem Leben als Mensch. Obwohl sich Jesus als Mensch den Jüngern gezeigt hat. Wie der Apostel Petrus erklärte, wurde Jesus im Fleische zu Tode gebracht, aber im Geiste lebendig gemacht. Und jetzt kommt's. Das war wirklich ein großartiges Wunder. Jesus kam als mächtige Geistperson wieder zum Leben. Hurra! Ich meine, fällt euch nicht auf, wie bescheuert das ist, was er hier schreibt? Und das ist von der offiziellen Quelle, jw.org, offiziell abgesegnet von der Wachturmgesellschaft in Pennsylvania. Und weißt du, was mir bei dieser Aussage auffällt? Also sie behaupten, dass Jesus als Geistperson, als Geistwesen auferweckt wurde, dass er im Geiste lebendig gemacht wurde und 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, sie verdrehen diesen Vers in ihrer Neue Weltübersetzung, dazu komme ich gleich. Und dann schreibt der Autor, das war wirklich ein großartiges Wunder. Jesus kam als mächtige Geistperson wieder zum Leben. Weißt du, was ich mir dabei denke? So wie er sich ausdrückt, dass er selbst gar nicht daran glaubt. So wie sich der Typ ausdrückt, glaubt er garantiert, garantiere ich dir, glaubt er selbst gar nicht daran. Denn hier ist das Ding. Die Auferstehung an und für sich ist wunderbar, ist herrlich, ist toll. Die Bibel sagt nicht, das war wirklich ein großartiges Wunder, sondern das Wunder geschieht, die Bibel berichtet davon. Und weil es ein Wunder ist, weil es die Wahrheit ist, weil es Gottes Wort ist, ist es wunderbar. Die Bibel muss nicht dazu sagen, das war wirklich ein großartiges Wunder. Aber also was ich damit meine ist, der Autor redet sich das selbst ein, dass es irgendwie ein großartiges Wunder war, dass Jesus als Geistperson auferstanden ist. Er muss sich das einreden, er redet sich das ein, um selbst zu denken, dass es irgendwie ein tolles Wunder sei, dass eine Geistperson auferstanden ist. Ist natürlich alles gelogen. Aber für mich kommt hier absolut zum Ausdruck, dass sie selbst überhaupt gar nicht an die Auferstehung glauben. Null. Ansonsten müssten sie sich das nicht so einreden. Sie glauben gar nicht dran. Jesus kam als mächtige Geistperson wieder zum Leben. Was für eine Lästerung, mich kotzt es an, das zu lesen. Aber wir müssen uns mit den Feinden der Auferstehung beschäftigen. Ich habe euch die Wahrheit der Auferstehung gezeigt aus der Bibel. Wir haben Matthäus Kapitel 28 gelesen. Die Bibel ist eindeutig. Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, aus dem Grab herausgekommen, hat sich seinen Jüngern gezeigt. Aber die Wahrheit der Auferstehung müssen wir gegen die Feinde der Auferstehung verteidigen. Da müssen wir uns eben mit unseren Feinden beschäftigen, mit den Feinden des Evangeliums. Das sind natürlich nicht nur die Zeugen Jehovas, sondern auch die evangelische Kirche. Denn wie viele, rate mal, wie viele Leute in der evangelischen Kirche oder auch in der katholischen Kirche überhaupt an die Auferstehung glauben? Das sind garantiert die wenigsten.